Das war, wie gesagt, 1783. Ist das richtig? Ja. 217 Jahre, 1783. Und jetzt, Donnerwetter, weiß ich, 1783, ja, Kinder, ist es denn die Möglichkeit? Ja. 1783, gerade mal 6 Jahre lagen dazwischen. Und dann kam die Französische Revolution. Und das sind ja zwei Begriffe, die zusammengehören, finde ich. Die Montgolfiere und die Französische Revolution. Und wer Französische Revolution sagt, der, meine Damen und Herren, denkt an den schönsten Mann, den Frankreich uns über die Grenze geschickt hat. Unseren Schlagzeuger, Monsieur Antoine, s'il vous plaît. Ja. Antoine, mon ami. Er ist Revolutionsexperte in Frankreich. Das lernt man in der Schule in Frankreich, Französische Revolution? Ja. Jedes Kind. Jedes Kind. Ja. Welches ist deine Lieblingsfigur aus der Französischen Revolution? Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Sie war Österreicherin, glaube ich. Sie war die Tochter von Maria Theresia. Mhm. Ja. Und sie lebte hier. Ja. Und sie lebte hier in Versailles mit ihrem Gatten Ludwig Louis. Den werden viele nur als Möbel kennen, aber er war König. Und Sie sehen das hier, das ist das berühmte Versailles, erbaut vom berühmten französischen Architekten Walt Disney mit diesen Türmchen. Und sie standen da oben, ja, den ganzen Tag und schauten auf das Volk. Und da muss man sich vorstellen, in Frankreich früher, da gab es ja noch keine SPD, ja, da war das Leben ungerecht, oder? Was heißt ungerecht auf Französisch? Sans justice. Sans justice. La vie était sans justice. Le roi, un peu débile, et la femme d'Autriche standen da oben, Halligalli. Hier unten Schatztruhen. Ja, es wurde gefeiert. Da unten sehen Sie richtige Völlerei. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Es ging also zu wie die Hölle. Und hier nebenan wohnten die Armen. Le pauvre, ist der korrekt? Ja, die Armen. Und sie saßen den ganzen Tag am Tisch und sagten, Friede den Hütten, Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Und sagte, geh mal hoch und schlag dem König die Fresse ein. Aber der Mann sagt, nein, das lohnt sich nicht, weil gleich kommt die Französische Revolution. Und, ja, das kann ich mal zeigen, hier. Das hier. Das hier. Meine liebe Revolutionsfans, Sie kennen ihn alle. Er saß sein Leben lang unter diesem Baum, immer zwei Schafe dran. Jean-Jacques Rousseau. Ja? Berühmter Satz von ihm, zurück zur Natur, hat er nie gesagt. Ist in keinem Werk von ihm zu finden, aber ist sein berühmtester Satz. Schöne Sache, finde ich, oder? Weltberühmt geworden mit dem Satz, dem ihm gar nicht eingefallen ist. Und er saß hier und schrieb, also zurück zur Natur. Nicht jetzt im Sinn von grün, sondern die Kinder wieder natürlich erziehen. Weg von der gesellschaftlichen Deformierung. Und er selber hatte, glaube ich, 14 uneheliche Kinder. Da konnte er keinen Kontakt haben, weil er musste die Französische Revolution erfinden. Ja, chérie, komm, sag, avec le gosse, nimm doch mal die Kinder weg. Ich muss hier schreiben. Und er erfand die Revolution, ja? Und eines Tages stand hier unten das Volk und schrie, wir sind das, also, Revolution! Salras, salras, salras. Nathalie hat extra noch angerufen, ihre Schwester. Ja. Les aristocrats à la lanterne. La lanterne. Heißt das so? Saira, Saira, was heißt Saira? Das, es wird gehen. Ja. Saira ist Futur. Futur. Ja, ja. Muss ich mich überlegen. Diese komplizierte grammatikalische Form in der Revolution geschrien. Saira, es wird gehen. Und Marie-Antoinette kommt raus und sagt, Schatz, wo sie ist. Ja? Und der König sagte, das Volk hat kein Brot. Und Marie-Antoinette sagte den berühmten Satz, wenn das Volk kein Brot hat, sollen sie doch Kuchen essen. Nicht schlecht, oder? Wenn das Volk keinen Brot hat, sollen sie... Was heißt das auf Französisch? Wenn das Volk kein Brot hat, soll es doch Kuchen essen. Oh, quand le peuple n'a pas de pain, oui? Il doit... Nathalie hat ihre Schwester angerufen. Unsere Nathalie ruft die Schwester an. Die war bei der Französischen Revolution an der Guillotine. Und sie sagt, s'ils n'ont pas de pain, pourquoi ne mange-t-il pas de la brioche? Und das ist diese knallharte Sache. Ne mange-t-il pas? Das war für mich schon tödlich im Diktat, ja?
Pourquoi ne mange-il pas und il im Plural? Und das war Dreifachfehler bei mich, in so einer Übersetzung. Ich habe mir mal versprochen. Ja, ich weiß, dass es richtig heißt bei Misch. So, jetzt, also wie gesagt, Revolution da unten. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Hier war auch noch ganz wichtig. Super Frauen, hier waren alle so 18, 19. Im Ballhaus, ja, da war den ganzen Abend Rokoko-Halligalli. Das war so damals 50 Beats per Minute, ja, und da ging auch die Post, aber auch alles arbeitsscheues Gesindel und so weiter, aber wollen wir sie lange tanzen lassen, weil bald ist ja die Rübe ab. Und jetzt war Folgendes, dieses berühmte, kennt man das auch in Frankreich so berühmt wie bei uns? Ja, ja. Eugène Delacroix, halt es bitte, dieses berühmte Bild, Revolution, ja, und das war Folgendes, da standen 6 Berufsrevolutionäre, La Patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous est la tyrannie. L'étendard sanglant est levé. Eigentlich auch Franzosisch. Ja, jawohl. Ja, ist gut. Ist gut. Morgen machen wir das mit der österreichischen Nationalhymne, dann kriegen Sie Ärger. So. Jetzt war dieses Bild. Die Revolutionäre standen sozusagen da vorne auf dem Wagen bereit, ja? Und einer sagte, oh, Revolution, Kinder, Rousseau hat angerufen, gib das Foto her, wie wir uns aufstellen müssen. Und dann standen die hier. Und das faule Franzmann-Gesindel wurde reingezogen. Reingezogen vor die Bastille. Ja? Und jetzt war Folgendes, man sagte, bonjour, mes amis. Überraschung, tralala, die Guillotine. Jetzt muss man sich vorstellen. Französische Revolution, meine Damen und Herren, Monsieur Antoine Fillon, unser Frankreich-Freund und Experte. Und wir haben jetzt Sturm auf die Bastille. Die Bastille wurde zu dieser Zeit nur noch von Invaliden bewacht und von Schweizern. Ja, das waren sozusagen, ja, ist wirklich wahr, das waren eigentlich, kann man sagen, die Inder der französischen Revolution. Ja? Sie standen da oben und er sagte, hey, Schorke, Revolution, eh? Was sollen wir machen? Da unten ist eine Frau, die hängt die rechte Brust raus und schießt. Und die Invaliden wurden an die Rampe gefahren und sagten, was ist, scheiße, Revolution und das ist ein Nationalfeiertag. Und so. Und dann ging es, oh, mich hat es auch erwischt. Ja, hier, darüber weg. Und man hatte die Figuren gekennzeichnet in der französischen Revolution. Und zwar, das ist so, die einen roten Punkt auf dem Kopf hatten, den konnte man den Kopf einfach abdrehen. So brutal war das da. Ja. So brutal war das damals. Ja. Und dann stand der Schweizer Wächter oben und sagte, mir hat es den Kopf abgedreht, jetzt fühle ich mich besser. Ja. Dann ging es weiter. Die Revolutionäre stürmten also die Bastille und sie machten sofort hier dieses Poster auf. Liberté, Égalité, Fraternité, bien sûr. Und es kam die Firma Benetton und hing gleich das Poster raus, zum Tode verurteilt. Denn, ja, das muss man wissen. Jetzt wurde es blutig. Ja, die Hauptfiguren waren Robespierre, Advokat aus Arras. Warst du mal in Arras? Nee. In Nordfrankreich. Ich war mal da, ich habe mich verfahren. Ich wollte mal abkürzen von der Bretagne zurück. Und plötzlich war ich in Arras, Sonntagnachmittag, Nordfrankreich. Und das ist so, nicht so wie Côte d'Azur, ein Petrice. Die Frauen rauchen auf der Straße. Nee. Schlampigen Touch, fast wie in Belgien. Und Arras. Ja? Nordfrankreich. Ich meine, sympathische Menschen, aber eben mehr so industriell geprägt. Robespierre aus Arras, das war das hier. Er ging den ganzen Tag rum und sagte, Tugend, 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 wir brauchen mehr Tugend, lass mich nach vorne, damit man sieht, Tugend, 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 Tugend. Dann hatte man hier Danton, den berühmten Danton. Er war sehr hässlich, aber ein Genussmensch, jeden Tag besoffen, Weiber bis zum Abwinken. Er war sozusagen der Kumpel von Danton. Und der dritte, das war Jean-Paul Marat.
Berühmt, auch berühmtes deutsches Theaterstück, Sie haben es oft gesehen, von Peter Weiß, die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marats, dargestellt durch die Schauspieltruppe des Hospizes de Charenton unter Anleitung des Marquis de Sade. Das war wirklich ein Stück, was man häufiger mal sehen sollte. Und das war im Grunde, so wie wir heute sagen würden, Kalle, Uli, Franz bei Bayern München. Ja? Bei der Französischen Revolution. Ah, sei so lieb und halte das. Ja. Ja. Das berühmte Bild von Jacques-Louis David, der Tod des Marat. Marat saß den ganzen Tag in der Wanne. Warum? Nicht, weil er so ein Sauberkeitsfreak gewesen wäre. Er hatte ein Hautleiden. Ja, er sagte praktisch, oh, mich juckt, ich werde durch, ich werde durch. So. Er saß den ganzen Tag in der Wanne und er hatte bei sich im Badezimmer, und er hätte es wissen können, ja, denn es war schon irgendwie sehr, ja, das hier. Aus Caen in der Normandie, Charlotte Corday, ländlicher Adel. Und sie schlich eines Tages hinter dem Duschvorhang rum und hat ihn erstochen. Also nicht mal große Rübe ab auf der Guillotine, sondern von einer Landadligen erstochen in der Wanne. Schade, aber so ist das nun mal. Und dann ging es sozusagen vom Wohlfahrtsausschuss, wo es hieß, ich gehe nach Karlsruhe, rüber ab! Ja? Hier direkt auf die Guillotine, man stieg hoch, Ludwig der 16. wurde geköpft, Marie Antoinette wurde geköpft, Ludwig der 16. soll noch gesagt haben zum Henker, ich verzeihe dir. Ja? Dran und jetzt wurde es blutig. Und Antoine, ja, geh bitte an die Blutpumpe. Ja. Achtung, es hieß dann, vive la France und... Wow. Wow. Urteil. Ja. Und dann kam schon der Nächste hier aus dem Gefängniswagen hoch, raus und so, es lebe Frankreich, hoch rüber und Achtung, wuff! Und das muss ich auch sagen, es war grausam, es war sehr, sehr grausam. Ich habe mich oft gefragt, ja, wo euer Volk diese Brutalität her hat. Für uns ist das fremd zum Beispiel. Ja. Rübe ab bei Adligen. Mhm. Aber das habt ihr natürlich gemacht, letzten Endes für die Demokratie in ganz Europa. Und dann, wow, kam der Mann, er war klein, er hatte schwarze Haare. Es war nicht Schröder, sondern Napoleon. Ja? Und er hatte hier schon überall, wo er Schlachten führen musste, ja, Austerlitz, Waterloo, damit die Bahnhöfe in Paris später Namen haben konnten. Und er ritt dann durch Europa, hat im Grunde alles platt gemacht, nur in Russland hat er sich verkalkuliert. Ja? Der Winter kam früher als erwartet, wer kennt das besser als wir? Und ja, es war so, ja, sein Team, seine Armee blieb da. Er selber fuhr zurück im Schlitten. Ja. Der russische Winter. So war das. Monsieur, merci. Ja, Liberté, Égalité, Fraternité, Monsieur. Monsieur Antoine Fillon, Erfinder der Französischen Revolution. So war das.